Recht herzlich willkommen zur 127. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen noch ein bisschen was ändern, denke ich mal. Ich weiß es nicht ganz genau, aber hier sind ja so Zeiten, also Werte, die ich mal ein bisschen einhalten muss. Hab nachgeschaut, leider kein Kommentar gewesen, wie viel ich brauche. Aber ich glaube, wir müssen hier ein bisschen was haben, was mehr ist. Und deswegen gehen wir mal hier dran und setzen da noch einen Tank zwischen, weil ich glaube, dass es vielleicht das Bessere ist. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den da hinkriegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werte, also der muss jetzt auf jeden Fall erstmal höher, ne? So, jetzt könnte es dann auch stehen, ne? Ja, sieht gut aus. Warte mal. Jetzt müssen wir hier nochmal neu sortieren, oder? Ne, das passt schon. Absprengen ist auch richtig. Dann da absprengen und anmachen ist auch richtig. Die machen wir dann sowieso händisch, aber das wäre jetzt alles so erstmal die Reihenfolge. Jetzt müssen wir hier nochmal rein und gucken, ob das richtig ist. Ist es ja schon. Gut, aber wie kommen wir da hin? 274. In der nächsten Stufe sind 867, also wenn ich diese anhabe, die sechste Stufe, dann habe ich 2000 da drin rundweg. Sprenge ich ab die letzten, dann bin ich in Stufe 5 und habe durch den Tank, der hier drin ist, noch eine längere Brennzeit, die dann noch 800 ergibt. Das sind dann 2,8. Rein theoretisch zu wenig, um hochzukommen. Aber da habe ich ohne Atmosphäre reichlich noch drin, ne? Eigentlich müsste das reichen. Gut, wo ich jetzt noch nicht ganz weiß, ist, kann ich das Ding überhaupt lenken, ne? Und ist es stabil und das macht mir noch so Gedanken. Und ich bin immer am Überlegen, ob diese nicht besser andersrum da dran sitzen. Ob ich die nicht um 45 Grad drehe. Geht das? Ja, dann muss ich auf 2 klicken. Wieso hat er jetzt 4 gemacht? Ich wollte nur 2. Oh, nee, ne? Jetzt habe ich das Falsche auch noch angepackt. So tief wie möglich war das, ne, oder? Warte mal, wo ist denn das Triebwerk jetzt hinter? Da oder da? Okay. Das ist noch ein Tank, ne? Das bedeutet, das Triebwerk sitzt dahinter. Das ist der Decoupler, genau. Das kann also sogar noch ein Stück tiefer. Oh, wieder falsch angepackt. Läuft, ne? So. Und so. Da ist das Triebwerk hinter. Ja, lass es jetzt so. Okay. Das sollte eigentlich funktionieren dann, ne? So, nochmal checken. Triebwerk, Haupttriebwerk, Booster. Booster absprengen. Triebwerk danach geht an. Dann können wir Satelliten rauslassen, dann die Kapsel da oben auseinander. Eigentlich sollte das soweit passen. Mit Atmosphäre 2000 unten und 800. Also 2,8. Dann brauchen wir noch ein bisschen von der Stufe. Aber das ist auch schon keine Atmosphäre mehr, würde ich sagen, ne? Und das ist dann schon passend. Gut, okay. Dann wäre das nochmal abzuspeichern. Dann gucken wir mal gerade nach dem Piloten rein. Wen haben wir da? Fersor, der hat kein Sternchen. Dann nehmen wir mal Potke da rein. Und dann können wir schon starten, oder? Gucken wir mal, ob wir das Ding hochkriegen. Sicher bin ich mir nicht, aber sieht doch so ganz gut aus, oder? Okay, das bedeutet, wir brauchen Schub. Wir brauchen SAS. Und wir starten dann 3,
2, 1, go. So, kurz in die Karte. Die passen drehen. Wenn wir auch was sehen. Wo wir lang fliegen. Gut, und dann wollen wir mal gucken, ob wir ein bisschen nach rechts kommen. Das rechts ist aber irgendwie nicht nach rechts. Naja, okay, dann machen wir das so. Stehe ich jetzt nicht, aber baut sich richtig auf, aber irgendwie steuere ich gerade anders. Keine Ahnung warum. Gut. So, 10.000. Vortrieb ist ganz gut. Booster sind noch da am Laufen. Oh oh, die schmiert mir gerade ab. Wieso kann ich die jetzt nicht steuern? Oh, das ist aber schwierig. Ah, da ist es schon voll aus dem Ruder gelaufen. Natürlich super. 35.000 Meter. Und ich weiß nicht, wohin sie geht. Ja, haut super ab, ne? So, die müssen weg. Und ich muss irgendwie rumkommen. Läuft schon wahrscheinlich, ne? Boah, 106.000. So, nochmal dahin. Na, da kommen wir aber noch mit klar, denke ich mal, ne? Okay. Läuft gerade ganz verkehrt irgendwie. Gut, da ist der Dicke leer. Wie hoch sind wir? 58.000, das geht doch alles, oder? So, nochmal gucken. Ich glaube, wir sollten gerade erstmal Triebwerk ausmachen. Gucken, dass wir vorrücken. Weil dann ist unser Schub, glaube ich, sinnigerweise hier. Wir sind ja schon total toll da unterwegs. Schieben wir mal ein bisschen die Zeit vor, damit wir wieder an den Punkt kommen, wo das Gas geben Sinn macht, ne? So. Ja, es ist jetzt nicht toll, aber so. Kommt irgendwo hin, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, wo der Minmus rumfliegt. Das ist er nicht. Sondern das ist er. Okay, dann müssen wir nachher noch ein bisschen korrigieren. Mhm. ...140 passt. Jetzt müssen wir nur den Dingens hier vergrößern, ne? Vollgas ist. Was haben wir hier? 2700? Hm, geht doch, ne? Jetzt müssen wir nur erstmal eine Periapsis hinkriegen. Na, das Kapsel ist schon da. Sieht jetzt aber gut aus, oder? Läuft, würde ich sagen. Wer ist das? Gibi ist, die ist ja leer, ne? Den haben wir ja schon mal abgeholt. Ja, da kriegen wir jetzt einen Orbit hin, das passt schon. Nur ob das nachher dann noch reicht, das ist die Frage, ne? Aber erstmal machen wir einen Orbit. Und der gestaltet sich gerade ziemlich gut, glaube ich. Kann nicht mehr lange dauern, dann müsste der da sein. Läuft. Jetzt drücken wir den hier, glaube ich, mehr raus wie da. Wann kommt jetzt hier die Periapsis? Kann jetzt sich nur noch um Sekunden handeln. Periapsis bitte melden.
Da ist er. Das machen wir noch ein bisschen größer. Auf jeden Fall 70, 80. Gut, danke. So, jetzt haben wir noch 2000 Delta V. Das weiß ich jetzt nicht, ob das reicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir den ganzen Minimus finden. Da ist Minimus. Set is Target. So. Und wir sind so. Schön. Müssen wir dann ändern, ne? Interception. Hm. Aber eigentlich ist das jetzt nicht so wild, ne? Eigentlich müssen wir jetzt nur gucken, dass wir da einen Punkt irgendwo setzen. Lass den mal hier irgendwo hinmachen. Add Manöver. Und da ist es ja schon mal schlecht. Weil Minmus befindet sich irgendwo da hinten. Ja. Das würde bedeuten, na da. Oh, das war ein bisschen viel. Okay. Lass mal nochmal so, ja. Ne, da muss ich jetzt... Wann packe ich jetzt das Teil an? Jetzt habe ich ihn, oder? Man muss ein bisschen größer. So, stopp. Wo ist denn jetzt er? Der Minmus. Irgendwie wirft er uns ja da aus der Bahn, ne? Closest Approach? Ne. Was ist Closest Approach jetzt? Sun Apoapsis, okay, das ist also schlecht. Das heißt, wir lassen nur Dingens Körben. Wir wollen aber gucken. Oh. Wo ist Minmus? Das ist hier die Frage. Was ist da? Carbon Escape. Ja, das ist aber nicht das Richtige. Ich möchte ja zum Minmus hin. Hm. Wann kriegt der mich da nicht? Hm. Und dann verschwinde ich in den Tiefen des Alls, das will ich aber gar nicht. Ach so, weil ich viel zu tief bin, werde ich da auch gar nicht hinkommen. Das ist ja schon das Problem, ne? Alles klar. Okay, das war jetzt der falsche Zupfer. Das bedeutet, den nochmal weg. Nochmal neun setzen. Ich muss da erstmal gucken, dass ich die 6 hier wegkriege.
So, da wird's mehr. Da wird's weniger. Dann da noch mal korrigieren. Wird nirgendwo besser, da schlechter. Und hier schlechter, das heißt, da irgendwo ist die Mitte. Dann lassen wir den noch ein bisschen nach da oder da drehen. So sieht's gut aus. So, das haben wir. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den noch rausziehen. Ja, das kommt dann schon mal hin, ne? Da sind wir und dann würde ich sagen, muss sehr. Nicht so viel anzeigen hier vor allem. Stopp, was ist das? Sun Apropsis. Das ist schlecht. Da verlassen wir den Dingens. Wie viel bewegt der sich vorwärts, hm? Das ist jetzt hier die Frage. Oh, jetzt habe ich wieder den falschen erwischt. Das brachte mir jetzt wieder so gut wie gar nichts hier. Wisst ihr was? Ich glaube, wir werden das mal gerade hier nochmal abbrechen. Und wir machen jetzt einfach nur. Wir rennen erstmal. Focus View? Nee. Unset Target brauchen wir auch nicht. Wir sind also passend. Wir gucken erstmal zu, dass wir jetzt die Achsen hier Add Manöver so hinkriegen. Das war falsch. Nochmal Add Manöver. Das ist auch nicht richtig. Doch, es muss dieser hier sein, ne? Ja, aber falsch rum. Na, es wird nicht mehr oder weniger. Super, ne? Falsche Stelle erwischt. Oh. Ist das denn hier die gleichzeitig die beste Stelle, wo man das machen kann, oder was? Auf jeden Fall geht's da gut. Ändert sich nicht. Ups, aber 0,0 ist da schon mal die Top-Sache. Jetzt ist die Frage, wo sind wir? Auf welcher Bahn? Da. Minmus V1, wir sind schon gleich da. Passt, oder? Dann können wir gleich da schon mal ausrichten und richtig brennen. Gut. Gut, das haben wir. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen zurück. Und eine Minute 42 haben wir dann noch. Pendelt sich schön ein. Bisschen länger. Ein bisschen schneller, nicht länger. So. Normale Geschwindigkeit wieder runter. Ist jetzt schon die passende Zeit? Ich glaube schon, oder?
242 runterbrennen, ist ja auch mal gerade nicht so ein bisschen. Können wir schon eher loslegen, ne? So, 242. Jetzt bewegt er sich da runter. Sieht ganz gut aus, oder? 40, 30, 20, 10, 0. Lassen wir so, oder? Können nur einmal kurz Gas geben. Fertig. Weg. So, passt das jetzt? Sieht gut aus, oder? So, und dann müsste der auch so sein. Ja, da kommen wir jetzt mit hin. Okay, das erste Schritt ist getan. Und ich denke, den nächsten Schritt dann da raus, machen wir dann in der nächsten Runde. Keine Ahnung, wie das geht. Aber wir werden sehen. Vielleicht ein bisschen viel gewesen schon. Und drehen wir den noch da. Stopp, da war. Fummelig, ne? Hier irgendwo war. Ah. Fast geschafft, ne? So, da haben wir noch, oder? Sieht doch gut aus, oder? Minimus per Apsis? Geht. Gibt Schlimmeres, oder? Können wir so ein bisschen ändern? 1724? 1748? Ne, so wird's nichts. Oder 1.725.000, nicht 1725. So, das würde bedeuten, wir müssen hier noch besser da dran kommen. Minimus per Apsis 1.900. Eine Million natürlich, nicht 1000, sonst was. So. Weiß zwar nicht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, das war reiner Zufall, aber so sieht das doch ganz gut aus, oder? Da kommen wir dann schon mal in die Nähe. Wo ist er jetzt? Da. Und dann müssen wir da gucken, dass wir das da hinkriegen. 800. Dann bleiben uns noch 1000. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, aber ich würde erstmal sagen, soll für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.